So. Jetzt muss ich nur immer ein bisschen die Uhr im Blick behalten. Ja, dass ich nachher nicht vergesse, hier zur Arbeit zu gehen. Ich glaube, das finde ich nicht so lustig. So ein weiter Weg, ey, und jetzt kriege ich gleich wieder 6 Eisen raus. Ah, die Karte ist echt Mist, die ich habe. Aber ich will nicht wieder von vorne anfangen. Aber eine Brücke bauen? Das kann man schon schauen. Ja, ich könnte hier eine Brücke drüber bauen. Dann könnte ich die Straßen legen. Bis. Ja, hier halt, ne? Von da. Bis da. Und dann einfach da eine Brücke drüber. Da müsste ich hier. Das ist halt auch mal so weit, ne? Das wird ein kompliziertes Bauvorhaben. Das heißt, die Welt ist ja knuffig. Ja. Groß ist sie nicht, ne? Das ist ein kleiner Planet. Gut, aber ich bin ja auch der einzige Bewohner hier. Mal abgesehen von den Tieren. Das ist okay. Boah, ich weiß gar nicht, ob man da die Größe einstellen kann bei der Welt. Aber im Endeffekt sind sie, glaube ich, alle relativ gleich groß. Eventuell kann man vielleicht die Landmasse nochmal einstellen, dass die größer wird oder so. So, das können wir schon mal anschmeißen. Das schon mal malen hier. Dann kann ich noch mal den Rest holen. Schmeißen wir da rein. Jetzt voll, natürlich. Na logisch. Kann ich da was umschichten ein wenig vielleicht? Ich nehme das jetzt einfach mal und schmeiß es mal. Geht nicht. Ich schmeiß mal das in mein Inventar. Sag mal, bist du doof, eine Tür zu benutzen? Gibt's doch nicht. So. Dann müssen wir das hier wieder reinschmeißen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Derzeit kann ich mir das Lager hier ein bisschen ausmisten. Ich habe hier ziemlich viel Sand drin mittlerweile. Mit dem Sand weiß ich ehrlich gesagt noch gar nichts anzufangen.
könnte wieder diese Steinplatten bauen. Diese Steinblöcke. Dann könnte ich darüber eine Brücke bauen. Nach da hinten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das hier physikmäßig ist. Ob mir das dann irgendwann zusammenbricht. Jetzt muss ich gerade mal schauen, von wo müsste ich denn. Ich muss gar nicht so weit. Sieht nur so komisch aus. Also wenn ich jetzt hier stehe. Also hier müsste es gehen. Ich könnte es versuchen. Da brauche ich aber viele Blöcke. Sehr, sehr viele. Vergessen anzuschmeißen. Bitte schön. Dann. Gucken wir mal, Steinmetztisch, den hatten wir hier unten, ne? Ja. Und da kann ich doch die Steinblöcke machen. Genau, hier Ziegel aus Stein. Was fehlt mir da? Stein. Das ist gut. Wieso fehlt mir Stein? Ich hab relativ viele Ziegel. Aber keine Steinblöcke hier. Okay. Die sind dann alle hier drin, oder wie? Ja. Okay. Dann brauche ich meine Karre. Die habe ich intelligenterweise da stehen lassen, ne? Ich dachte schon, der ist tot. Sah ein bisschen so aus. Wenn ich gerade hier bin. So. Da machen wir erstmal ein paar Steinblöcke. Spielst du alleine? Ja. Geplant ist mal wahrscheinlich irgendwann mal Community-mäßig, Community-Server. Aber aktuell spiele ich hier alleine. Und ich habe eine echt miese Insel erwischt. Habe ich anscheinend festgestellt. Also wurde mir gesagt. Also ich glaube, eine schlechtere Insel hätte ich, glaube ich, gar nicht erwischen können. Aber ich versuche es trotzdem zu machen. Hier, zu meistern alles. Speicher. Kann ich die... Ja, die Karre kann ich eigentlich auch nehmen. Beziehungsweise, warte mal. Jetzt machen wir anders. So mache ich das. Genau.
Die schmeiße ich da auch noch rein. So sollte das passen. Dann kann das auch laufen. Was ist hier oben los? Ist fertig? Sieht so aus. Heißt, ich kann jetzt diese Säge machen. Sehr schön. Gut, und hier habe ich meine. Hier habe ich meine Dinger drin. Darunter. Meine Steinblöcke. Und dann kann ich jetzt gucken, ob ich da eine Brücke rüber kriege. Zu meiner Miniatur-Flachsinsel. Das ist mein Problem hier drin, der Flachs. Anscheinend brauche ich davon nachher sehr, sehr viel, wurde mir gesagt. Und irgendwie der einzige Punkt, wo das wächst, ist da hinten. Und da ist nicht viel Platz. Das ist halt schlecht. Hier war's, ne? Ne, ein Stück weiter. Was habe ich denn da heute für eine Playlist erwischt? Das ist ja fürchterlich. So war das nicht geplant. Also wenn ich jetzt gerade durchbaue, sollte es ja eigentlich gehen, oder? Ich werde sehen, wenn es irgendwann absackt, dann. Komm jetzt. So. Ja, fast da, hä? Verdammt, ey. Das wird jetzt eine Aktion. So. Aber anscheinend geht's. Also, physiktechnisch ist da jetzt nicht so viel, dass es mir jetzt hier irgendwie unter den Füßen wegbricht. Ich sehe es schon fast. Das ist echt, das ist es, glaube ich, ne? Das geht ja sogar. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Schau ich nochmal. Okay. Ich habe doch noch ein ganzes Stück vor mir. Ach, das ist der andere Wegpunkt da hinten. Ja, hier. Da muss ich hin. Das ist die einzige Insel, wo mir, wo Flachs wächst bei mir. Das ist mein Problem, was ich habe. Das ist mein großes Hauptproblem aktuell. Aber ich sag mal so, wenn ich hier schon mal eine Brücke drüber habe, ist das schon mal angenehmer, als mit meinem Ruderboot darüber zu paddeln. Genau. Da säuft er erstmal ab.
Was? Wo kann ich denn schon wieder nicht? Komm, schwimm da jetzt hoch! Du Unfähiger! Was stand da jetzt? Warum geht das nicht? Ist nicht wahr, oder? Ich könnte. Da unten geht auch nicht. Ja, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt kacke. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja. Gut, ich hab's versucht. Zwar. Ich bin heute zu doof zum Laufen. Das gibt's gar nicht. Na, was mache ich jetzt mit den ganzen Steinen? Eine Hütte bauen. Hi. Eventuell unten mit Sand auffüllen. Das wäre natürlich auch eine Option. Habe ich natürlich die ganzen Steine abgebaut. So, brauche ich die nochmal schnell hin. Habe ja sonst nichts zu tun den lieben langen Tag. So, nochmal bis zu dem Punkt auf jeden Fall. Beeil mich. Zack. Zack. Na, gucken wir mal, ob ich da unten vielleicht mit Sand aufschütten kann. Und ob ich die Steine dann da drauf kriege. Also eine Brücke wäre auf jeden Fall, wäre echt gut. So, bis wohin war denn das? Ich glaube, noch drei Steine dürfte ich setzen können, dann war ging nichts mehr. Ne? Dann war vorbei. Da war vorbei. Okay. Ich mach die gerade mal hier hin. Da habe ich die gleich. Da haben wir den Sand. Also hier wird gehen.
kommt er auch gar nicht. Doch, so komme ich runter. Ne, hier geht nichts. Und da vorne dran sitzen geht wahrscheinlich auch nicht. So, hier irgendwie. Ne. Ja, schade, das ist schlecht. Aber oben drüber bauen kann ich auch nicht. Das ist halt komisch. Was, wenn ich jetzt wenigstens in der Höhe drüber bauen könnte? Aber wahrscheinlich. Die halt auch in der Höhe nicht drüber kommen. Oh. Das ist doch nicht wahr. Und dann kommt dieser Unförmige hier nicht wieder hoch. So. So. Macht er auch nicht. Also ich kann hier echt nicht drüber bauen. Mehr den Sand jetzt unter Wasser ging nicht. Nee, hat nicht funktioniert. Spiel sagt, nö, machen wir nicht. Jetzt ist die Frage, ich kann jetzt wahrscheinlich von der Insel auch ein Stück weit bauen und dann habe ich zwischendrin nichts. Das ist uncool. Natürlich spricht er neben. Logisch. Bringen wir schnell den Sand hier wieder weg. Also ich meine, am Meeresboden das Teil setzen. Ja, hatte ich versucht, aber irgendwie. Hier vorne im vorderen Bereich geht's, aber weiter hinten, wo es zu tief wird, da geht das nicht. Da macht er, sagt er, nö. Will er nicht. Ich lasse es jetzt gerade mal so. Müssen wir mal überlegen, wie ich das machen könnte. Spiel lässt mich halt aber auch nicht großartig tricksen oder so. Ich habe Dinge gebaut, ne? Die Säge jetzt. So. Ja. Ich dachte, das ist eine kleine Tischkreissäge. Ist hier wirklich ein Sägewerk? Gott. Das Ding ist riesig. Ja, natürlich habe ich hier wieder nirgends Platz. Elendige Bäume.
Ereignis, dann würde mir nur noch einfallen, vom Wasserrad aus dem Boden immer komplett auffüllen. Ich glaube, ich muss mir das Wasserrad mal angucken. Das Wasserrad dachte ich macht nur Strom, oder? Ah, Wasserrand. Sorry. Ja, aber ich glaube, wenn ich vom Rand aus da aufschütte und dahin baue, komme ich auch wieder an den Punkt, wo das Spiel dann sagt, so, nee, hier ist zu tief, hier kannst du nichts aufschütten. Interessant, interessant. So, ich muss in einem Raum stehen. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist jetzt nicht wahr. Oh, Gott. Das Ding ist riesig. Was brauche ich da für eine Hütte? Was könnte ich denn da herstellen? Bevor ich das jetzt überhaupt mal mache. Hölzernes Vorratssilo, okay. Oh, okay. Ja, schlecht wär's nicht, aber. Puh. Das Ding ist schon groß, ne? Da brauche ich wieder eine ordentliche Hütte, das irgendwo reinzustellen. Naja, schmeißen wir es auch erstmal hier rein. So, gut, das hat ja alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Was steht denn noch an auf dem Plan heute hier? Hier oben wollte ich mein Haus hinbauen noch. Das ist noch eins, was ich machen wollte. Da kann ich ja gleich eigentlich schon mal so ein bisschen freischaufeln. Hier aufschütten und dann kann ich die Steine eigentlich als Boden hier verwenden. Auf einem Server kann das Spiel richtig, mit anderen Leuten kann das Spiel richtig geil werden. Mich ist Pech hat und mein Serverzugang, wenn die Leute komisch werden. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich hatte mal geplant gehabt, dass ich da Community-Server was mache. Ja, gibt ein paar Leute, die mitspielen wollen. Da müsste man dann halt gucken. Ich weiß gar nicht, wie das in dem Spiel ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn man hier irgendwie auch Sachen abschließen kann oder so. Ach, ich wollte ja oben genau schaufeln. Würde mich nicht wundern, wenn man hier auch Sachen abschließen kann. Kisten oder so, dass so jeder sein Zeug hat. Ich denke, dann dürfte sowas eigentlich auch funktionieren. Ich fahre jetzt mal so mittendrin an hier. Irgendwo hüpft ein Baumstamm rum. Wahrscheinlich er hier wieder.